Herzlich willkommen bei Legion Tower Defense 2. Heute spielen wir wieder Campania und zwar gegen den Shadow Win. Und zwar hat er die Fähigkeit, besser gesagt, seine Strategie liegt darin, die ganze Zeit zu sparen und dann eine große Wave zu schicken und dich damit zu killen. Ich habe ein paar Runden gespielt, ist ein bisschen knifflig gegen ihn, dann habe ich eine für mich optimale Taktik gefunden, die ihr nachmachen könnt. Und ja, was ist seine Passive, die er noch im Hard-Mode bekommt? Er bekommt von Anfang an 25 Einkommen dazu, das ist ziemlich OP, finde ich. So, als Abwechslung spielen wir mal die Elementare, mit denen habe ich es versucht und ja, gewonnen. Und zwar spielen wir den Wassergeist, starten damit. Wir graden den König ab. Das ist wichtig, dass ihr das macht. Und gehen auf 4 Worker. So, diese 4 Worker bleiben wir erstmal bis Wave 6. Weil erst bei Wave 6 schickt er dir was. Und bei Wave 10 und bei 14 schickt er dir was. Weiter kam ich nicht. Entweder habe ich verloren oder gewonnen schon. Also, die Wave 6, 10 und 14 sind fix. So. Warum habe ich gesagt, dass wir erstmal den König upgraden müssen? Ganz einfach, weil wir den König upgraden, denkt der Computer jetzt, besser gesagt der Gegner, okay, er kann mir eh nichts Großes senden, darum macht er keine bessere Verteidigung. Wenn ich ihm jetzt nichts schicken würde, würde er in der nächsten Runde Wassergeist spielen, was nicht gut wäre. Wir werden auch relativ greedy spielen, also auch sehr knapp an Ressourcen. Wir holen das Maximum raus an unseren Units. Das Ding ist, Wave 10 werden wir hart leaken. Die Elementare sind einfach nicht gut auf Wave 10, finde ich. Werdet ihr selber sehen. Und auf Wave 10 schickt er ja auch noch. Muss man ja auch noch bedenken. Und ja, da werden wir ein bisschen Damage bekommen und dann schickt mir bei 12 nochmal. Also wir schicken bei 3, 9 und bei 12. Genau. Und dann gewinnt man theoretisch schon, wenn alles gut klappt. So. Wir schicken schon mal die Echse los. Es müsste fast klappen. So dass ich noch das Endcom bekomme. Ja, wie man sieht, hat man auch, genau, man hat hier noch das Income bekommen. Das ist sehr wichtig, dass ihr das Income noch bekommt. Und ja, dann bauen wir den Windfalken. Wir sind hier jetzt bei minus 80, ist aber kein Problem. Ich schaffe die Wave trotzdem, weil er mir nichts schickt. Bei Wave 4 würde ich auf jeden Fall nochmal King Upgrade machen, aber nur eins, damit ihr nochmal ein bisschen mehr Income bekommt, weil dieses plus 6 Gold ist nochmal wichtig für die, ja, Wave, für die darauffolgenden Waves, damit ihr jede Runde Gold bekommt, weil zum Ende hin wird es echt knapp, werdet ihr noch sehen. So, hier wird er definitiv liegen. Die Echse macht echt schön Damage an ihn. So, der ist tot, sein Damage Leader, und jetzt nur noch sein Tank. Den killen wir auch sofort. Und dann werden wir ungefähr 12% an dem King machen, also Schaden. Ungefähr. Jedenfalls war es jetzt schon 2-3 Mal so, dass es immer 12% waren. Ich könnte jetzt auch einfach auf eine Schnecke gehen. Hätte ich nochmal 6 Income mehr. Was ich wahrscheinlich sogar machen sollte, weil dann kriege ich jetzt schon 6 Gold mehr und nicht nächste Runde. So. Das sind sogar 13% diesmal. Wir brauchen jetzt einfach nur noch einen Wassergeist. Wir sind jetzt bei minus 160. Wir schaffen die Wave trotzdem. Theoretisch könnte ich auch den Pfeilchen upgraden.
weil ich jetzt Gold vom King bekommen habe. Aber wir machen das jetzt mal so, falls es nicht klappt mit dem Leak oder sowas. Gehen wir mal den saferen Weg. So, und jetzt sparen wir auf jeden Fall bis Wave 9. Bei Wave 9 schicken wir meinen Packleader und eine Echse. Und da sollte schon ordentlich was durchkommen. Wenn wir Glück haben, liegt er auch schon bei 10. Ist mir auch schon mal passiert, dass er einfach bei 10 geleakt hat, ohne dass ich was geschickt hatte. Wie man sieht, er geht auf Berserker-Upgrades, also er geht auf den Berserker und der dunkle Magier bufft den Berserker und dann macht er hier noch einen Metzger. Also der macht, der pusht den Berserker richtig hoch. So, und jetzt machen wir das Pfeilchen. Wir schaffen die Wave trotzdem. Sind wir noch bei minus 0,5. Und danach bauen wir eine Schlammgestalt und ein Proton. Vielleicht auch mehrere Protons. Aber ein Proton muss unbedingt hier hin zum Splitten. Das ist sehr wichtig, sonst liegt man. So, wie man sieht, easy. Schafft man ganz locker. Er schafft seine Wave auch ganz locker. So, jetzt kommt die Wave, wo er was, wo er ein Packleader schickt in der Regel. Wir machen eine Schlammgestalt und verhärten ihn. Ganz wichtig, nicht verhärten vergessen, Leute. Wir splitten mit einem Proton. Und dann bauen wir hier noch zwei Protons dahinter. Und sollten eigentlich die Wave easy packen. Was heißt easy? Es ist relativ knapp, aber man schafft es tatsächlich. Und wenn wir die Wave schaffen, gehen wir direkt auf drei Worker. Ein Packleader und eine Schnecke sollten wir hinkriegen. So, durch den Split haben wir ein bisschen Zeit gewonnen, weil in der Zeit konnten die keinen Schaden machen. Was echt wichtig ist, weil der Kampf ist relativ knapp. Wir bauen sofort Worker, das ist ganz wichtig, Leute. Damit ihr so schnell wie möglich Income generiert. Besser gesagt, Mifium generiert, nicht Income. Und wie man sieht, haben wir die Wave geschafft. Sehr schön. So, wir sind jetzt auf 7 Worker. Da bleiben wir erstmal wieder. Jetzt müssen wir erstmal nichts mehr bauen. Die Wave schaffen wir auch so. Es fehlt echt so ein Skip-Button für die nächste Wave oder so. So, dass man sofort die nächste Wave starten kann. Das ist manchmal so langweilig. Also gegen Bots kann man das ruhig machen. Oder gegen in der Kampagne halt. So, wir schaffen unsere Wave ganz easy, wie man sieht. Wir haben gute Einheiten. Okay, normalerweise müsste ich jetzt einen Jünger bauen. 194, mir fehlt genau ein Gold. Das ist natürlich tragisch. Ich habe ein Proton zu viel gebaut. Ja, was macht man da? Müssen wir tatsächlich verkaufen. Also für später, Leute, wenn ihr das Video guckt, baut ein Proton, nicht zwei. Dann reicht das genau. So musste ich echt beide verkaufen, leider. So, jetzt ist Wave 8. Jetzt können wir den Pack wieder schicken. Ich habe schon versucht, auch bei Wave 8 hier was zu schicken mit zwei Dinos, aber die hält er auch ganz gut, obwohl der Berserker sofort stirbt. So, was kann man hier bauen? Wir könnten einen Windfalken bauen.
Haben wir dann genug Gold? Mit uns fehlt dann 5 Gold. Aber das kriegen wir gleich durch die Echse und durch den Leak von ihm. Plus 25 Gold durch den Shutdown. So, Echse ist da. Die Wave schaffen wir locker. Und in der nächsten Wave graden wir den Jünger ab. Wie man sieht, er schickt immer noch nichts. Bei Wave 10 schickt er erst. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier durchrasieren können. Sieht an sich ganz gut aus. Ja, das ist ein schöner Leak. Ja, sehr gut. Das sind ja 6 Units. Das macht bestimmt nochmal 30% Schaden oder so an dem Boss. Was exzellent ist. Bei Wave 12 schickt mir nochmal. Es kann sein, dass er jetzt tatsächlich bei 10 nochmal liegt, weil er nicht genug Ressourcen hat. Schauen wir mal, ob das klappt. So. So, wir bauen den Sternrufer aus. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal verhärten. Und dann würde ich sagen, wir bauen nochmal so ein Proton. So ein Atom aus. Dann graden wir den ab. Und hoffen, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen. Also der Leak ist sicher, weil er schickt echt viel. Obwohl das geht. Normalerweise schickt er einen Ogre. Aber ich würde es trotzdem nicht halten. Definitiv nicht. Würde mich stark wundern, wenn ich hier halten würde. Gucken wir mal, ob er es hält. Ah, knappe Kiste auf jeden Fall. Ah, doch, muss er halten, oder? Ja, hält er, leider. Schade. So, wie man sieht, ich habe hier geleakt. War aber klar. So, wir bauen 10 Worker aus. Also insgesamt auf 10 Worker. Darum haben wir den Attack-Upgrade gemacht für den King, damit wir nicht so viel Schaden hier bekommen. So, was können wir hier gehen? Dunkles Ritual wäre OP natürlich, aber kann man nicht immer nehmen. Wir nehmen mal Vampir. Ich frage mich gerade, ob ich hier überhaupt was bauen müsste. Eine Schlammgestalt wäre natürlich nice. Aber bauen wir mal so, das sollte auch reichen. Ja, das sollte reichen. So, und bei Wave 12 schickt mir nochmal ein Packleader. Die Waves sehen immer relativ knapp aus, aber es ist gut durchgerechnet, denke ich mal. So, zack, auch besiegt. Dann machen wir mal einen Golem. Für die Verteidigung. Warum ihr euch fragt, warum ich mein Feuerelementar vorne mache, ist einfach, weil er schon anfängt anzugreifen und die gehen dann los. Also er macht 2-3 Hits, bevor mein Tank ankommt, um zu verteidigen. Das heißt, ich habe 2-3 Hits for free, was wichtig ist. So, machen wir noch einen Grobian. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn nicht, müssen wir wahrscheinlich nochmal bei 16 oder so schicken.
Ah, wie man sieht, die Schnässe relativ gut durch. Also die Wave 12 hat unglaublich viel Damage. Hat nicht so viel Verteidigung, aber die macht unglaublich viel Schaden. Und mit Pack-Leader zusammen, die rasieren einfach alles durch, wie man hier sieht. Nochmal Shutdown-Gold bekommen. Ich weiß leider nicht, ob das reicht hier, um das Spiel zu gewinnen. Werden wir gleich mal sehen. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Sehr gut. Ja, wie man sieht, kann man... Also der Boss ist relativ planbar, besser gesagt kalkulierbar. Kann man relativ leicht besiegen. Ich habe ein paar Versuche gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, auf die Taktik hier. Und ihr könnt das ganz einfach nachspielen und dann, ja, den Sieg erringen. Und sonst... wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Schreibt doch mal unter die Kommentare, wie das Video ist. Und oder wenn ihr Fragen habt natürlich, könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.